Willkommen zurück, mein Lieben, bei Panzerkorps. So, wir suchen erstmal einen Flieger, der sich mit dem hier auseinandersetzen kann. Einer weniger. Dann machen wir erstmal hier unten, weil das ist relativ einfach. Du gehst hier rein, du kriegst Supplies, du kriegst Supplies und du kriegst Supplies. Und dann war es das auch schon. Wundervoll, nicht wahr? Oh, hier haben wir eine Anti-Air-Gun. Dann als nächstes würde ich sagen, gehst du mal den bomben. Okay, plus wir haben... Bin gerade mal überlegen, wie wir das am besten drehen und wenden. Er würde zurück angreifen. Ich denke, ich mache das mit dem Panzer. Oder auch nicht. So, und dann... Da so, okay. Greift nicht zurück an. Minus 9. Du brauchst irgendwie ein bisschen XP irgendwann mal, ne? Vielleicht trifft er ja nicht. Okay, Glück gehabt. Genauso gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, du bist wieder voll. Wie sieht's munitionstechnisch aus? Was, jetzt können wir hier in Ruhe bomben. Bringt die Bomber. One-Shot. Nice. So soll es sein. Er hat auch nicht mehr viel. Wo ist... ja, du bombst den. Das passt. So, kriegen wir ihn weg. Wir kriegen... Da und kann sich auf das Feld zurückziehen. Du kriegst Supplies. So, dann müssten wir den hier noch bomben. Wenn wir den noch einen haben, was ich glaube nicht der Fall ist. Außer den da, aber das ist nicht der Beste für den Job. Wir haben natürlich noch Gustav. Okay, weißt du was? Das war zwar nur noch ein Schuss, aber dann kriegen die hier zumindest wieder was. Du hast auch nicht mehr so viel. Fünf Schuss. Okay, eine 7-0, der würde sich dann verziehen. Einmal eine minus 6. Supplies für dich. Das sollte passen. So, der wird sich da auch wegbewegen. Du kriegst auch Supplies. Du bist voll. Der hier ist ein bisschen im Weg. Der ist fast komplett suppressed. Warte mal, du kannst weg. Und dann machen wir den ganz weg. Der sollte eigentlich nicht zurückschießen, aber zur Sicherheit haben wir bestimmt noch einen Levelbomber. Dich zum Beispiel. Hier. Gut.
Wieder eine Einheit weniger. So, dann haben wir noch den. Du kriegst Supplies. Du kannst auch noch irgendwo was bomben. Damit du ein bisschen XP bekommst. Viel mehr erwarte ich nicht von dir. Einmal da aushelfen. Du bist auch etwas low. Einer muss da noch hin. So, da sind zwei zumindest schon wieder einsatzbereit in der nächsten Runde. Das soll in Ordnung sein. Da, der ist suppressed. Kriegen ihn in diese Richtung. Wenn ich es aussuchen kann. Sollte nicht zurück angreifen. Okay, war nicht so prickelnd. So. Das gehört wieder uns. Wir müssen gucken. Ich will nicht zu weit nach oben gehen. Ich denke, wir schnappen uns. Wir werden uns hier so ein bisschen einnisten, wenn das möglich ist. Dann erstmal die zwei hier unten einnehmen. Und das sind dann die beiden letzten. Beziehungsweise vielleicht auch das. Müssen wir mal schauen. Okay. Du kannst nichts mehr tun, weil wir hier unten durch sind. Ihr seid auch durch. Ich glaube, wir sind generell durch. Du kannst noch was machen. Okay. Ich glaube, das sieht soweit vernünftig aus. Die Situation ist momentan unter Kontrolle. Ich glaube, die letzten Gegner kommen bei wahrscheinlich Zug 12, weil minus 3 wären, also wenn wir jetzt auf Guderian spielen würden, hätten wir noch minus 3, das heißt, wir hätten 17 Züge und bis dann muss ja eigentlich alles durch sein. Keine weiteren ätzenden Überraschungen. Das wäre das. Was heißt, jetzt geht es hier primär noch darum, die ganzen Gegner wegzuballern. Das war schwach. Das war nicht schlecht. Da, du hast 6. Weg mit dir. Der zieht Leine, Supplies. Du solltest dich auffüllen. Gar nicht schlecht. Der steht da noch. Gustav, Supplies. Du Supplies. Ich denke, wir machen eine Supply-Runde. Du auch Supplies, weil es ist momentan wirklich keiner mehr hier. Okay. Schieß den mal an. Der geht jetzt wahrscheinlich hier rein. Genau. Und weg ist er. Supplies. Du kannst wieder so ein bisschen Richtung Mitte kommen. Dann schauen wir, dass unsere Flugzeuge beschützt sind. Du hast auch noch genügend. Du solltest zurück. Dann
greifen wir da einmal an. Du hast noch genügend. Wobei, okay, schick den erstmal zurück. Ich glaube, wir ziehen einfach alle. Du kriegst auch Supplies. Du kriegst auch Supplies. Okay, der ist jetzt ein bisschen alleine, aber was soll's. Passt schon. Du kommst auch zurück. Ich denke, das wär's. Ah, nee, hier unten. Komplett vergessen. Okay. Okay, das ist ein Hügelfeld. Elende. Artillerie. Wie gut kommst du klar? Also, suppressed. Das müsste eigentlich. Da dürfte eigentlich nicht so viel schief gehen. Der ist im Anti-Tank-Mode, ne? Auf den Hügel möchte ich nicht gehen. Gehen hier mal ein bisschen außen rum. Nächste Runde kommen wir an das daran. Und das soll mir genügen. Warte mal, die Anti-Air ist weg, oder? Wow, minus 6. Stark. Na, den müssen wir jetzt nicht unbedingt angreifen. Okay, ich denke mal, das passt. Ich denke mal, wir geben den Zug weiter und schauen, was er tut. Nächste Runde ist schlechtes Wetter. Ich rechne damit, dass jetzt langsam nochmal eine Gruppe getriggert wird. Naja, es dauert noch relativ lange. Okay, der kommt vor. Gut. Ich denke mal, das ist ein neuer Fighter, oder? Können wir uns kurz angucken. ME. Das sind die wir momentan im Einsatz haben. Also, die haben 30 Luft, mehr Initiative, bisschen weniger Defense. Ja, ich denke mal, die sind schon besser. Ein bisschen weniger Fuel, das ist nicht so toll, aber ich denke mal, wir werden die Upgrades machen müssen. Zumindest ein paar. Wir müssen nicht unbedingt alle upgraden, aber zumindest ein paar werden wir upgraden müssen. Aber nicht jetzt. Das machen wir dann in der nächsten Mission. Nun gut, ich denke, wir machen einen Break und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode hier wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.